Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Grow mit der Wilma. Wilma, grüß dich. Hallo Wolle. Hallo. So. Lauf mal runter zu Machines. Wir stehen noch unten. Du, wie, warte mal, wo läufst du hin? Unten stehen noch unsere Fahrzeuge. Oh nein. Ja. Ach so, ja, willst du die holen? Ja. Okay. Ich hole die jetzt erstmal zum Hof alle drei. Ja, mach das mal. Ich fahr mal fix hier mit dem Drescher die erste... Oh, ich bin so ein Trottel. Die erste Ernte beginnen. Ja, auf, auf. Auf, auf und davon. Kann ich das hier aufmachen? Das geht gar nicht, oder? Doch, geht. So, gut, sehr gut. Wilmi? Ja, bitte? Willst du vielleicht... Du wolltest noch irgendwas sagen. Ja, und zwar, du, da gibt es doch immer so Gewinnspiele. So, bei uns. Immer mal wieder passiert sowas. Und ja, ja, eigentlich gibt es die Gewinnspiele nicht. Ja, genau, genau, genau. Also besser gesagt, es wird darauf hingewiesen oder es kommen Nachrichten, dass bei uns Gewinnspiele stattfinden sollten. Ihr Lieben, wenn wir das selber nicht sagen, dann ist das auch nicht. Das ist alles Fake. Gebt da bitte gar nichts drauf. Wenn ihr unsicher seid, schreibt uns bitte einfach mal an bei Instagram, kommt ins Stream, bei YouTube und so weiter. Ne? Schreibt uns da bitte gerne. Und gerade wenn das sowas ist wie, ne, schickt uns bitte Geld für Versand und Co., das ist wirklich alles Fake, da haben wir auch nichts mit zu tun. Das wollten wir an dieser Stelle nochmal gesagt haben, dass ihr da Bescheid wisst. Und behaltet das im Blick und wie gesagt, im Notfall bitte, bitte, bitte immer uns erstmal befragen, bevor da irgendwas stattfindet. Aber eigentlich sollte das eigentlich mit, ihr solltet es eigentlich mitbekommen, wenn bei uns irgendwas passiert. Aber, ich sehe gerade da schon. Aber gebt da bitte nichts drauf, sondern fragt lieber nach. Bevor ihr da irgendwo Geld hinschickt oder irgendwas, weil bei uns würden niemals Gewinnspiele stattfinden, wo ihr Geld hinschicken müsstet oder sowas. Ja, ja. Ne? Also vor allen Dingen nicht in irgendwelche dubiosen Telegram-Gruppen oder sonstiges. Ja, und tut mir leid, dass gerade so ein bisschen komisch klingt. Das liegt daran, dass ich wieder mit einem TS-Paketverlust habe, wo kein Mensch weiß, wo es herkommt. Gudi, aber ja, wisst ihr Bescheid, oder? Okay. Wilma, okay. Ja. Haben wir einen guten... eine gute Info nochmal rausgehauen, Wilma, oder? Eine wichtige Info. Und unsere Ballen sind ganz unterschiedlich schon hier am Gären. 52%, 37%. Da sind auch welche mit über 70 dabei, glaube ich. Das ist sehr gut. Genau. Du, Wilma, haben wir noch den Punkt? Nee, ne? Nee, den hatten wir doch noch in ein Feld gestopft letztes Mal, oder? Haben wir das? Ich glaube, so waren wir zumindest. Also, und wir müssen mal ganz kurz der Huhn Kammer anrufen, Wilma. Ja, machen wir. Wollen wir das machen? Ja, das machen wir. Dann lass uns das machen. Los, auf geht das. Fragst du wegen den Zuckerrüben? Ja, natürlich. Ja, ist klar. Soll ich anrufen? Ja, ruf mal an. Hi, wunderschönen guten Tag. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, wer ist da? Die Familie Ackerer. Ah, so Wilma. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Soweit ganz okay. Oh, das freut mich. Ich hab eine Frage. Ja, bitte. Die klingen mal so, als wären Sie entweder besoffen oder gerade erst aufgestanden oder wollen gerade ins Bett gehen oder haben drei Kilo Essen verdrückt. Meistens ist das gerade aufgestanden und gerade ins Bett gehen wollen. Gleichzeitig. Mm. Oh, das ist natürlich auch eine schwierige Entscheidung, die man dann am Ende des Tages treffen muss, ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Ich empfehle ganz, ganz schwierig. Frühsport. Machen Sie ein bisschen Frühsport. Ja, ich mache schon immer mit den Fingern so ein bisschen hin und her, damit das schön durchblutet bleibt. Eine Sekunde, mich ruft gerade der Dings an. Der Damien. Moment. Ja. Damien, was gibt's? Ja, moin. Du, hör mal. Ich hab hier sehr schwere Probleme. Irgendwie ist meine Dashcam Bluescreen und jetzt steht hier, bitte installieren Sie Windows. Das klingt aber nicht ausgezeichnet, wenn Damien, ich da mal ehrlich warst sein soll. Du wieder auf Seiten unterwegs? Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Ich hab seit ich den PC heute Abend gemacht habe, die Dashcam, habe ich hier echt Probleme. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, Damien, weil du immer auf den Seiten unterwegs bist, wo du nicht hingehen sollst. Reden Sie da etwa von Schmuddelseiten? Hast du wieder vergessen, die VPN anzumachen? Könnte sein. Ach, Damien. Ja, scheiße, und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe schon, den Tom aus der IT was anzurufen, aber der geht nicht dran. Kannst du mal sehen, ich gehe hier sogar während der Rockenernte dran. Das
Ja, ja. Das Zeug wächst wie Unkraut. Ja, könntest du vielleicht der IT Bescheid sagen, dass der mal aus seinem Handy gucken soll? Irgendwie gucken, ob er vielleicht nicht die Hashcam gucken könnte. Das gebe ich direkt so weiter. Ja, danke. Okay, Damien. Ja, danke. Tschüss. Viel Glück. Shitty. Entschuldigung, Herr Hohe Kammer, Sie haben das ja gehört. Vielleicht könnten Sie da mal schnell vorbeigehen, bevor wir unser Anliegen klären. Ich glaube, das ist wichtiger. Ja. Ja, alles klar, mach ich. Der braucht jemanden von der IT, der hat irgendwas von einem Tom erzählt oder so. Ja. Ja, ich kümmere mich mal kurz darum. Das ist nett, danke Ihnen. Dann gehen wir erstmal wieder in Hof. Ich würde hier warten, oder? Ja, okay, dann warten wir. Wilma? Ja. Wie machen wir das denn jetzt? Ich habe jetzt 10.570 Liter drin. Genau, wollen wir aufschreiben und zum Schluss dann, oder was? Ja, 10.500, ne? 570. Aber wollen wir das aufschreiben und zum Schluss machen? Würde ich sagen. Also ich habe jetzt aufgeschrieben 10.570. Ja, weil ich würde... Hallo, sind Sie noch in der Leitung? Ja. Ja, ich habe das mal eben erledigt. Ach, super. Was kann ich denn gegen Sie tun? Ja, die Wilma wollte Ihnen was sagen. Ja, ach du grüne Neune. Also wissen Sie, das ist da... Erinnern Sie sich, wir hatten da mal ein Gespräch bezüglich Rüben. Um genau zu sein, Zuckerrüben. Ist mir leider entfallen. Oh, dann erinnere ich Sie gerne dran. Das ist gar kein Problem. Also, es war einmal eine Familie, die ein Feld hatte, was dann ein bisschen kaputt gefahren wurde. Und wir hatten dann bei Ihnen angefragt, und ob wir da vielleicht als Entschädigung ein paar Zuckerrüben für uns bekommen können. Als Entschädigung für das Überfahren des Feldes haben Sie ein Schild bekommen. Das müsste ausreichen. Ein Schild? Ja. Was ist für ein Schild? Das oder meinen Sie den Schutzschild? Was, bei wo steht das? Ah, bei Ihnen am Gebäude steht ein Schild. Das haben wir gesehen. Ja, das ist sehr schön. Ja, ja, wunderschön. Das haben Sie als Entschädigung dafür bekommen. Ist das ein Schutzschild? Können wir das einfach aus dem Boden reißen, demjenigen, der nächstes Mal über unser Feld fährt, auf den Kopf kloppen? Was Sie im Endeffekt mit diesem Schild machen, ist mir eigentlich völlig egal. Okay. Also du hast 10.570 aufgeschrieben, Wilmi, gell? Ja, 10.570. Bist eine gute Sekretärin. Ja, schon, ne? Ich weiß. Entschuldigung. Ist so. Okay, Hab ich lange für gelernt. Aber vielen, vielen Dank, dass Sie mir diese Geschichte beigebracht haben. Was soll mir das jetzt sagen? Ja, wir sind ja noch gar nicht am Ende, wissen Sie? Ach so. Ja, und ist nämlich der Geduldsfaden abgerissen. Also der ist quasi durchgekniepst. Also der ist jetzt weg, abgerissen, raus aus dem Nadelöhr. Weg, weg, der Faden ist weg. Also es ist halt ja immer noch so, dass wir nicht aufgeben werden. Vorbei. Wissen Sie, wir sind da doch sehr hartnäckig. Und wir würden uns schon sehr darüber freuen, die Zuckerrüben so, nur, die sollen nur bei uns hingelegt werden, weil unsere Schafis freuen sich darüber, die haben so einen wundervollen Geruch und die Wolleproduktion schreitet dadurch ums Vierfache voran. Sie glauben doch jetzt nicht ernsthaft, dass wir ihnen Zuckerrüben schenken. Weggebrannt ist der. Ich kann Ihnen eins sagen, meine Schwester Wilma wird Sie so lange anrufen, bis Sie das tun. Genau bis Sie das tun. Habe ich kein Problem mit, soll sie machen. Aber sie kriegt trotzdem immer ein Nein. Okay, Wilma, hast du das gehört? Challenge accepted, oder? Ist accepted. Aber hier haben wir noch eine andere Frage, Herr Kammer. Ja, bitte. Herr Kammer, wir haben das letzte Mal einen zum Perk. Das ist richtig, habe ich mitgekriegt, ja. Zum Perks. Ein Perks. Ein Perks. Ja. Jawohl. Was auch immer das ist, immer ist neumodisch Englisch. Könntest du es nicht mal auf Deutsch schreiben? Ich mach die Sachen, da mache ich nicht. Da habe ich nichts denkst, mit zu tun. Die alten Leute hier in der Dings hier in der Galgenberg. Die das mal machen. Ja, tun Sie dem mal sagen, mal schön groß, ey. Hier wird Deutsch gesprochen, wir können dieses Englisch nicht. Jetzt mal weiterreichen. Ja, naja, auf jeden Fall steht mein Drecher gerade. Jetzt fährt er wieder. So, naja, auf jeden Fall haben wir so ein Perks da. Und das Perks hat gesagt, wir kriegen eine Reifestufe, also eine Feldstufe, also wie auch immer Sie das da machen. Wie machen Sie denn das überhaupt? Können Sie uns den Trick mal verraten? Das darf ich leider nicht so verraten. Dafür müssten Sie auf eine Zauberschule gehen. Oh, am Gleis 911 oder wie sich das da nennt? Nee, scheiße. 12,5. Oh, jetzt habe ich wieder richtig Hate kassiert. Bei mir war das 12,5, war in Koblenz. 12,5? Ja. Ja, 12,5 Promille habe ich auch letztens. Auf jeden Fall
was ich sagen wollte, also jedenfalls haben wir dieses Perk da eingesetzt und wir würden gerne ein Feld ein bisschen pimpen lassen durch ihren Zauberstab. Ja. Jetzt fangen Sie aber an mit der englischen Wörter. Pimpen? Er übt sich drin. Ich merke das schon. P-I-M-P. Macht er das öfter? P-I-M-P. Also mein Enkel, der sagt immer zu mir, ich soll, wenn ich Frauen anspreche, soll ich immer sagen, I'm a P-I-M-P. Mother. Hervorragend. Also ich soll immer sagen, ich bin ein Das ist einfach, Wolle. Es wird nichts mehr. Das hat auch bis jetzt noch nie funktioniert. Ich weiß auch nicht, was ja, da das los ist. Jetzt, ja, und hast dich schon mal gewundert? Na, weiß ich doch nicht. Hat mein Enkel mich verarscht oder was? Naja, auf jeden Fall geht's um Feld 42. Feld Nummer 42. Feld Nummer 42. Das wollen sie jetzt da so ein bisschen weiter haben. Jo, ja, das wollen wir gerne PMPen lassen. Ist das so? Mr. High Camera. Meine Güte. Ist das nicht richtig? Was ist nicht richtig? Ist der Highcammer? Nee, das ist leider komplett falsch. Oh. So, also wenn sie möchten, irgendwie ist hier gerade alles irgendwie so goldbraun geworden. Goldgelb irgendwie. Ja, hups. Ist das jetzt erntereif, Mr. High Chamber? Es sieht danach aus, jawohl. Okay. Oh. Sehr gut. Very nice, thank you, Mr. High Chamber. Okay. Ich leg mich doch mal wieder schlafen. It's ne? Very nice, PMP. You did with Anserfeld, High Chamber Man. Danke. Übrigens, jetzt wäre Ihre Chance, uns loszuwerden, in indem Sie uns einfach die Zuckerrüben geben. Auch. Also Sugar Beats. We want Sugar Beats. Wir werden. Oh. Hat er uns auch. Der hat uns rausgeschmissen. Wilma! Der hat uns raus. Wilma, die. Ich meine das schon. Die Drecksau. Der hat uns rausgeschmissen. Es ist. Ja, okay, wir waren zu forsch, Wolle. Es war ein Schritt zu weit. Aber wir, so, er wird, glaube ich. Ne, das wird. Das wird. Wir kriegen ihn. Wir kriegen noch. Sagen Sie mal, das Drecksau, das habe ich gehört. Das würde ich aber nicht nochmal hören. Ist das klar? Entschuldigung, Mr. High Chamber. Das war bezug. Achso, Was? Du bist Wilma, an dem Feld vorbeigekommen und naja, die Schweinis waren halt nicht so sauber. Wilma, ja? Englisch ist ja bei mir schon 60 Jahre her. Was ist denn. Was war denn der Jäger auf Englisch? Der Hunter, ne? Hunter, ja. Der Hunter. Ich werde jetzt zum Chamber Hunter. Ja. Bin ich jetzt, weil der hat mich rausgeschmissen. Jetzt bin ich der offizielle Chamber Hunter. Ja. Kammerjäger. Ja. Heißt das wirklich? Ach, Wilma, lass gut sein. Ey, das Ding ist erntereif. Wir können den Mais ernten. So, und ich habe das erste hier Stroh voll. Das sind immer 13.900 Liter. Ich reinbekomme. Du sammelst den Stroh ein. Ja. Du Wilma, lass uns doch mal schnell unten Dings machen, Männchenskinder. Diese Challenge mit den Autos da, was haben wir denn da? Die Rätselslösung hier. Oh, warte. Warte mal, kannst du mal vorlesen? Ja. Des Rätsels Lösung. Auf Feld 83 befinden sich ein paar Fahrzeuge. Sucht die Buchstaben, bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und sagt das Lösungswort der Hohen Kammer bzw. schreibt es per PN. Also sollen wir da unten jetzt die Autos mal schnell angucken oder was sollen wir da machen? Ja, wollen wir das machen? Ach, da müssen wir ja runterfahren. Steht er da zusammen? Ihr steht da. Kannst du mal kurz vorlesen, was steht da? Auf 83, blablabla, sucht die Buchstaben, bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und sagt das Lösungswort der Hohen Kammer, beziehungsweise schreibt es per PN. Also es ist jetzt nicht direkt sondern, ich auch sagen. Aber sucht ist Plural. Ansonsten wird da stehen Such. Ja, ist schon klar. Aber die haben ja gesagt, dass sie das immer dahinter schreiben, ne? Ob einzeln, haben sie nicht gemacht, ne? Ich frag einfach nochmal nach und frag vielleicht gleichzeitig auch nochmal. Ja, pass auf. Nach den, gleich mach ich das mal. Tu dich doch mal bitte, wenn du willst, und wenn du es machen willst, kannst du dich doch ins Auto setzen und schon mal runterfahren und ich mache hier über, bin über Funk ja bei dir und dann können wir mit den Buchstaben zusammenrätseln. Ja.
Oder was meinst du? Ich komme da ja fast dran vorbei. Ich bin ja hier unten bei 57. 83 ist ja in der Nähe. Ich habe jetzt nochmal 10.570 Liter Roggen. Ja, mache ich einen zweiten Strich hin. Warte. Ja. Das läuft gar nicht mal so schlecht hier, sage ich dir. Mit dem Roggen. Es gibt nur einen Roggen! Und zwar den Roggen am Ring. Dankeschön. So, was wollte ich denn sagen? Warte, ich muss ja mein Schneidwerk... Kennst du Roggen am Ring? Ja, warst du da schon mal? Nee. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hätte da aber hingekonnt dieses Jahr. Aber war nicht so deins? Ich habe keine Zeit gehabt, habe ich nicht. Ach so. Ja, ja. Ui. So, warte mal jetzt. Vielleicht ist der Landhandel, ist glaube ich, kürzer. Warte mal, Roggen. Der Landhandel ist, glaube ich, kürzer wie die Bioladen. Können wir Landhandel? Landhandel. Das sieht aber spannend aus hier, Wolle. Das ist so. Oh, das sieht spannend aus. Ja. Okay, na sag mal an. Viele, viele kleine Fahrzeuge hier mit stehen. Buchstaben drauf. Ja, ich gehe mal hin. Geh mal hin. Ja, da ein O. Es müsste, glaube ich, wieder das Kennzeichen sein. Ein O? Ja, warte. Mhm. Ich will nur gucken, ob das wirklich... Ja, das muss das Kennzeichen sein, weil hier habe ich jetzt ein K. K? Ja. Okay, ich hab's. Das Lösungswort ist okay. K.O. Ach so, ja, scheiße, es geht ja auch, ne? Ich hab dich K.O. gehauen quasi, so mäßig. Nee, ich dich. Also, naja, das war ja jetzt nicht auf dich bezogen, Mann. So. Geh da nicht gleich wieder fest, du olle Zipper. Was denn? Nein, mal Spaß. Will mal. Will ich nur ein bisschen auf. Ich will. Hau ich dich erst recht wieder da. Nein, ich will dich nur ein bisschen aufheizen. Für die Zuckerrüben. Das ist ein F. Oh, ein F. Ja. Also ein Fock. Fock. Ja. Okay, wenn es G wäre, wäre es Englisch. Da wäre es der Nebel. Dann ein H. Ein was? Ein H. Wie ein H Hase. Wie Horst. Auch. Okay, also, was haben wir? Fock, H. Ein P. P. Wie Pinguin. P wie Pinguin. Ja, okay. Was haben wir noch? Ein Z. Z? Wie Zebra. Passt ja gar nicht rein. Zocken! Nee, es gibt kein H. Bei Zocken. Ja, auch kein F. Nee, stimmt. So. Ja? Ein, was soll das sein? Ein O? Ja. Ich glaub, noch rein ein Ding. Noch ein O? Ja. Und ein L. Die Lampe. Ein L wie, was? Ein L wie Leuchtmittel? Ja. Wie Linksverkehr? Auf. Ja. In England musst du immer links fahren. Musst du aufpassen. Weißt du, wo noch? Japan, oder? Richtig! Hätte ich ja, oh, Applaus, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ja wie aus der Pistole geschossen, dass immer in Japan da liegt. Ah, da habe ich ja letztens erzählt, kann das sein? Nee, das wusste ich schon so. Ehrlich? Ja. Ein Bekannter von mir war da ein Jahr. Also, jetzt sag doch mal. O, wie Osterhase. Ja, ich habe das H, Wort. Wie Kartoffel. Ja, ich habe das Wort. Oh, dann schick's ab. Ich hab das... Wie, abschicken? Was sollen wir machen? Wo soll man das hinschicken? Naja, wir sollen das der Hohen Kammer sagen. Oder auch gerne den per PN zuschicken, damit man es halt nicht ausspricht. Wollen wir anrufen? Willst du sagen? Da ist aber gerade sehr voll. Ich würde sagen, wir müssen noch mal einen Moment warten. Ach so, dann, Ich bring mal Stroh weg. Ja, schreib denen das mal. Ja. Okay, ich hab's hier mal nicht SMS, ich hab das auf den Zettel geschrieben, hab den Bild geschickt. Wie hieß das früher? SM? Nee, MS? MMS. MMS. MMS war das mit den Bildern? Ja. Oh, das war krass. Hast du 8 Euro bezahlt? 8 D-Mark hast du bezahlt, hier so ungefähr für eine. Das war aber immer voll schweineteuer, man hat sich ey. Voll gefreut, wenn man sowas bekommen hat, aber man war halt auch so ein bisschen krass. So... Oh, ich möchte es, glaube ich, nicht verschicken, aber man hat es ja doch immer mal wieder getan, ne? Richtig.
Völlig geisteskrank. So. Ich bin mal gespannt, ob wir das richtig haben, Wilma. Wie ist denn heute bei dir? Ist heute auch Känguru-Sprit-mäßig irgendwie? Nee, ganz entspannt. Nee? Ich fahre einfach so. Da ist jemand an. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so schnell mit der Rockenente hier vorankommen, weil ich würde sagen, grob habe ich das halbe Feld abgeerntet. Und das fand ich, und das finde ich schon gut. Das ist richtig gut. Ja, finde ich auch. Also geschätzt sind so um die 50.000 Liter Ertrag hier, ne? Nur, dass du mal schon mal von gehört hast. Zweimal bist du jetzt schon runtergefahren, ne? Mit 10.570. Richtig. Habe ich das notiert. Richtig. Genau, Wilma. Hat doch richtig notiert. Ich wollte mal kurz notiert. Gucken, wo ich das Stroh hinbringe. Schreibst du das auch auf? Stroh? Ja, natürlich. Hast du das jetzt schon mal irgendwo hingebracht? Nee, ich bin ja rübergefahren, um die Buchstaben zu suchen. Achso, das Stroh bringst du unten zum Direktverkauf. Das war mein Plan. Warte mal, wo geht's noch hin? Wo geht's noch rein? Ja, da unten bei den Schweinis. Da ist doch der Direktverkauf. Da bringe ich das hin. Ja, aber ich glaube, beim Landhandel ist auch ein Strohverkauf. Der ist genau oben drüber. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich glaube aber, dass sich das so fahrtechnisch nicht groß ändert, oder? Mach jetzt mal das GPS hier an. Sonst haben wir das ja ganz umsonst. Ja, okay. Ja, nee, dann mach, wie du denkst. Bin ich schon da? Oh, hier stehen auch noch Sachen. Oh oh. Das Stroh einfach da, kannst du da einfach das Ding da reinkippen. Ja. Oh nee, das ist aber nicht richtig. So, ich rufe aber vorher einmal bei denen, soll ich bei denen mal anrufen und denen sagen, dass wir da gerade was machen? Dass wir das abgeben und nee, so? Nee, brauchst du eigentlich nicht, weil mit Dings haben wir auch nichts. Aufschreiben ist halt wichtig. Okay, na gut, das machen wir. Aber ich kann es ganz normal trotzdem abgeben jetzt, ne? Ja. Gut. Sonst hätte ich den jetzt hier einfach nur hingeworfen. Nee. Okay, dann gebe ich das ab. Ja. Ja. Sehr gut, Wilma. Das machst du super. Ja. Das machen wir super, Wolle. Weil wir ein super-duper-Team sind. So, So. Was ist denn das? Sag mal, Wilma, weißt du, kann man das GPS irgendwie drehen? Kann man das hier Also dieses, du weißt, welches VCA, GPS ich meine. Und zwar, wenn du STRG gedrückt hältst, guck mal bei den Pfeiltasten entweder rechts, links oder hoch, runter. Eins von beiden macht das. Guck dir das mal an. Nee, das geht nicht. Eins davon dreht, oder wolltest du auf 90 Grad? Nee, nicht auf 90 Grad, so einfach so anpassen. Ja, wie gesagt, eigentlich musst du dafür STRG gedrückt halten und dann ist es entweder rechts oder links die Pfeiltasten oder hoch, runter. Da weiß ich das immer nicht aus. Ah, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe den Fehler entdeckt. Okay. Warte mal. Was war der Fehler? Warte. Jetzt hier eingerichtet habe, ist das Feld fertig geendet. So ein Scheiß aber auch wieder hier. Der alte Wolfgang. Kommt schon wieder nicht klar hier auf die neue Technik. Wir müssen das einfach nochmal in Ruhe üben. Ja. So, jetzt aber. Ah, hab's. Sehr gut. So, und zack, und zack, und zack, und ab geht die Wildfahrt. So ist das jetzt an. Ich bin auch wieder am Feld und sammel weiter. Los, an. Guti, ich hatte am Geländewinkel ausrichten an, aus Versehen. Ah, okay. Ja. Ja gut, dann ist das natürlich, ja. Na gut, das passt nicht zu 100%, aber naja, das macht jetzt nichts. Die kleine Ecke können wir da noch so wegmachen. Guti, sehr schön. So, ich habe gleich die dritte Ladung voll hier. Sehr gut. Sehr gut, gell? Ja. Aber es wäre geil, wenn wir die Quest irgendwie noch abgeschlossen kriegen, da tun würden. Tun. Ja, ich glaube, wir müssen noch einen Moment hin warten. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte, ich bin gleich wieder da.
Ja, mit VCA. Eigentlich müsste er mit VCA bearbeiten. Ich weiß es immer nicht auswendig. Ich muss selber mal gucken, wann ich die Bahn nur so verschiebe oder wann ich sie drehen kann. Den muss ich jetzt immer antippen, antesten und dann weiß ich es auch. Kann das nur, aber das habe ich bei so vielen Sachen. Ich weiß intuitiv, was ich drücken muss, aber wenn mich dann fragt, welche Tasten sind das denn? Boah, warte mal, jetzt muss ich ja echt überlegen. Da muss ich mal gucken, welche Tasten sind es denn? Bisschen was haben wir hier aber trotzdem wieder, ne? Also wenig ist das nicht. Oh, Nummer 2. Oh. Du, Wilma. Ups. Ja, bitte? Ich habe einfach unseren Hofdings das jetzt gesagt und habe gesagt, er kann das ja bitte mal weitergeben. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. Denke ich mal. So, du kannst jetzt noch einen Strich machen bei 10.570. Okay. Okay, okay. Das heißt, wir haben ja schon... drei. Das heißt, wir haben schon über 31.000, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist richtig gut, Wilma. Ich fahre jetzt zum zweiten Mal hier zur Abgabestelle. Wir haben da noch ein bisschen Stroh drauf, also ich bin da noch nicht fertig. Ah, Alt, Rechts und Pfeiltasten, okay. Alt, Rechts und Pfeiltasten soll das sein, Wilmi. Alt, Rechts? Alt? Ja, keine Ahnung, wie es so. Was sagst du? Ich habe gerade überlegt, Alt, Rechts und Pfeiltasten nicht. Nee, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Stroh kannst du. Ja, solange es jetzt funktioniert, ist ja die Hauptsache. Wilma, Stroh kannst du übrigens da verkaufen, wo die Heumission war. Wo waren die Heumissionen? Naja, aber ich gebe ja Stroh jetzt gerade hier bei dem Allesdings ab, bei dem Schweinestall. Ja, es geht ja darum, ob es eventuell einen kürzeren Weg gibt. Ach so. Verstehst du? Ja. Aber wo ist denn dieses Heumission-Ding gewesen? Das ist da beim Tante-Emma-Laden. Einfach hoch. Ach so, da oben dann. Boah, ja, aber ob ich das so finde. Tante Emma. Violett, Lenny. Ja, da in der Nähe ist das, glaube ich. Ah. Bis da hatten wir mal Ballen hingebracht. Da kann ich mich dran erinnern. Ja, aber da kannst du zum Beispiel, aber da musst du nur hochfahren. Kannst du ja mal probieren. Jo. Wenn du es findest. Ja. Hof 3 ist das auf jeden. Nee, 1. Hof 3. Hof 3? Guck gleich mal. Nee, Hof 3 ist falsch. Ja. Der Straßenseite. Keine Ahnung. Heu- und Strohlager ist da, tatsächlich. Das ist bei der 53 da an der Ecke. Tatsächlich. Heu- und Strohlager. Direkt okay. Bei der 1, bei Hof 1 auf der Karte, direkt bei der 1. Unten, also unten an der 1. Guck gleich mal. Ja. Ich glaube, das ist kürzer, Wilmi. Da bist du schneller. Eva, stopp. Ja. Okay. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, die Rockenende läuft ganz gut. Da werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall noch, naja, die halbe Folge vielleicht zu tun haben, denke ich. Aber dann können wir uns erstmal schon wieder fette XP hier reinballern in den Magen. Und ja, schaut bei Wilmi vorbei. Links in der Videobeschreibung, gerne auch bei allen anderen. Bis ihr das mal raus. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Macht's gut, lieben. Tschüssi. Tschüss.